Moin, heute zaubern wir uns zusammen den richtig leckeren Fisch von der Feuerplatte. Ich sag euch, die Kombination mit gegrillten Salatherzen und diesem super saftigen Fisch war absolut großartig. Als erstes brauchen wir einen schönen Fisch. Ich habe hier einen Skrei genommen, das ist ein Winterkabeljau. Der wird in Filets geschnitten und von beiden Seiten gesalzen. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal unsere Tomaten karamellisieren. Einfach Zucker in den Topf karamellisieren, die Tomaten mit etwas Balsamico da durchschwenken und fertig. Habt ihr gesehen, wie die geglänzt haben? Absolut großartig. Jetzt den Fisch zuerst mit der Hautseite auflegen. Sobald die knusprig ist, einmal wenden, kurz bevor er gar ist, noch einmal mit einem Weißwein-Wermut ablöschen. Jetzt wird das Ganze nur noch mit den Tomaten, gegrillten Salatherzen und unserem lauwarmen Dressing serviert. Probiert es unbedingt mal aus, das schmeckt genial.